In diesem Video betrachten wir die nukleophile Substitution. Das ist der typische Reaktionsmechanismus für polare Kohlenstoffverbindungen. Wir haben hier ein zentrales Kohlenstoffatom, an dem hängt ein Halogenatom, hier in dem Fall ein Chlor. Da Halogene sehr stark elektronegativ sind, wird die Ladung aus dieser Bindung hier weitgehend zum Halogen Atom rübergezogen. Wir haben hier eine negative Teilladung. Das Kohlenstoffatom ist jetzt positiv geladen und es hängen noch drei Reste irgendwelcher Art daran. Nun haben wir hier ein negativ geladenes Nukleophil. Das möchte sich also gerne hier an diesem positiven geladenen Kohlenstoffatom anbinden. Dieses Nukleophil ist häufig ein OH-Ion aus der Lösung oder auch ein neutrales H2O-Molekül kommt als Nukleophil in Frage, da der Sauerstoff ja hier zwei freie Elektronenpaare hat, die sich gerne nukleophil bilden. Das entsprechende gilt auch für die Amingruppen. Dieses Nukleophil bindet nun gerne an dieses Kohlenstoffatom, wobei das Chlor dabei abgespalten wird, also es handelt sich um eine Substitution. Betrachten wir nun diesen Ablauf im Detail. Hier gibt es zwei verschiedene Mechanismen, zum einen den SN1-Mechanismus. SN1 steht für nukleophile Substitution der ersten Art. Hier wird zuerst das Halogen abgespalten und dann das Nukleophil angebunden. Während im SN2-Mechanismus ist es genau andersrum. Hier wird zuerst das Nukleophil angebunden, zusätzlich zum Halogenion, das dann sofort abgespalten wird. Schauen wir uns den SN1-Mechanismus an einem konkreten Beispiel an. Hier haben wir unser Halogenalkan. Wir versuchen zuerst erstmal herauszufinden, wie die Bezeichnung dieses Moleküls ist. Wir sehen, wir haben als längste Kohlenstoffkette hier drei Kohlenstoffe. Es handelt sich also um ein Propan. An der zweiten Position befindet sich eine Methylgruppe, also haben wir zwei Methylpropan und ebenso ein Chlor, also haben wir ein 2-Chlor-2-Methylpropan vorliegen und geben Wasser hinzu. Hier haben wir unsere stark polare Bindung. Die haben die Eigenschaft, dass sie spontan dissoziieren können, ebenso wie beim Wasser ja auch. Hierbei entsteht ein Chlorion und ein positiv geladenes Carbeniumion. Dieses Zwischenprodukt ist nun einigermaßen stabil, so dass unser Nukleophil hier angreifen kann. Das Chlor wird dabei entfernt. Das Ergebnis dieser Reaktion ist nun ein 2-Methylpropanol. Wegen dieser OH-Gruppe haben wir ein Propanol, also einen tertiären Alkohol. Nun betrachten wir ein Beispiel für den SN2-Mechanismus. Wir nehmen uns hier das Chlormethan her, bringen das mit Wasser zusammen. Hier wird das Nukleophil OH- zunächst hier eine lockere Bindung mit dem Kohlenstoff eingehen. Jetzt hat der Kohlenstoff hier natürlich eine Bindung zu viel. Das heißt, es muss sofort das Chlor entfernt werden. Als Reaktionsprodukt erhalten wir Methanol, also wieder ein Alkohol. So, woran entscheidet sich denn nun, ob der SN1- oder der SN2-Mechanismus stattfindet? Wir haben gesehen, hier in diesem Fall haben wir den SN1-Mechanismus gesehen. Hier gibt es viele Alkylreste, drei Stück. Hier im zweiten Beispiel hatten wir die SN2-Reaktion. Hier hatten wir keine Alkylreste, sondern drei Wasserstoffe. Also wir können als Regel festhalten, viele Alkylreste begünstigen den SN1-Prozess. Wenige begünstigen den SN2-Prozess. Die Begründung dafür ist, dass im SN1-Prozess das Carbeniumion durch die umgebenden Alkylreste stabilisiert wird. Das haben wir schon bei der Markovnikov-Regel bei der elektrophilen Addition so kennengelernt. Durch das Carbeniumion entsteht nämlich hier ein etwas längerlebiges Zwischenprodukt, an dem dann das Elektrophil angreifen kann, während hier das nicht der Fall ist.
Schauen wir uns die beiden Mechanismen jetzt noch in den Energiediagrammen an. Wir sehen hier dargestellt, auf der vertikalen Achse ist die Energie und auf der rechten Achse läuft unsere Reaktion ab. Wir beginnen mit den beiden Edukten auf einem niedrigen Energieniveau. Beim SN1-Prozess wird zunächst das Alkylhalogenid dissoziiert, also das Chlor abgespalten, das kostet Energie. Als nächstes wird nun das Carbenium-Ion gebildet. Hierbei haben wir ein Zwischenprodukt, weil die Energie her niedriger geworden ist. Als nächstes kommt der Angriff des Nukleophils, das kostet wieder Arbeit und das Endprodukt ist wieder energetisch günstig. Wir haben hier also einen zweistufigen Prozess. Im SN2-Mechanismus hingegen gibt es dieses Zwischenprodukt nicht. Hier gibt es nur einen Übergangszustand, bei dem beide Liganden hier angebunden sind. Dieser Übergangszustand ist energetisch labil, das heißt, es soll gleich weitergehen zu dem Endprodukt. Diese Energiediagramme erklären auch die Reaktionskinetik, das heißt die Geschwindigkeiten, mit denen diese beiden Reaktionen ablaufen. Beim SN1-Prozess ist es nämlich so, dass für den ersten Reaktionsschritt, die Bildung des Carbeniums-Ionen, eine relativ hohe Energiedifferenz zu überwinden ist. Dieser erste Schritt ist deswegen unwahrscheinlich, er ist selten, geschieht langsam, während der zweite Schritt entsprechend schneller ist. Also für die Geschwindigkeit der Gesamtreaktion ist der erste Schritt verantwortlich. Und hier spielt ja nur die Konzentration unseres Halogenids eine Rolle. Das Nukleophil ist dann noch gar nicht im Spiel. Das heißt, für die SN1-Reaktion hängt die Reaktionsgeschwindigkeit ab von der Konzentration des Alkylhalogenids. Das nennt man die Reaktion erster Ordnung. Der SN2-Mechanismus hingegen ist ein einstufiger Prozess. Hier gibt es nur eine Energiebarriere, die zu überwinden ist. Und die Reaktionswahrscheinlichkeit hängt vom Zusammentreffen beider Reaktionspartner ab. Also es muss sowohl das Alkylhalogenid als auch das Nukleophil gleichzeitig vorhanden sein. Deswegen hängt hier die Reaktionsgeschwindigkeit von der Konzentration beider Stoffe ab. Das nennt man eine Reaktion zweiter Ordnung. Im Umkehrschluss heißt das, wir können in einem kleinen Experiment feststellen, ob unsere Reaktion nach SN1 oder nach SN2 verläuft, indem wir einfach die Konzentration unseres Nukleophils verändern. Wenn das einen Einfluss auf die Reaktionsgeschwindigkeit hat, dann läuft die Reaktion nach SN2 ab. Wenn nicht, dann ist es eine SN1-Reaktion.